Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es freut mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es wieder um ein Thema, was, denke ich, relativ interessant ist für die meisten. Und zwar geht es um Geld verdienen mit deinem Hobby. Im besten Fall hier in dem Fall Holzhandwerken. Heute geht es um Flaschenöffner. Ich bin mich bald auf einem Weihnachtsmarkt und das bedeutet, dass ich viele, viele Flaschenöffner mache, weil ich denke, die werden wahrscheinlich sehr gut gehen. Und du siehst heute mal sehr viel über die Holzvorbereitung, du siehst sehr viel über das Holz, was ich verwende und. Dafür ist eine gerade Kamera besser als eine schiefe. Wir werden heute nicht nur drechseln, ich werde dir zeigen, wie wir das Holz vorbereiten, denn ich werde auch so ein bisschen Linde, was ich da noch so rumtrollen habe, auch endlich mal verwenden. Und du wirst einfach sehen, wie wir diese Flaschenöffner hier sehr einfach und gut vor allen Dingen gedrechselt bekommen. Ich werde dir heute zeigen, wie du viele Flaschenöffner drechseln kannst. Das wollte ich damit sagen. Ich habe euch vor etwas längerem ja schon mal gezeigt, wie man Flaschenöffner drechseln kann. Aber das hier ist eine Methode, die man halt besser benutzen kann, wenn man 3, 4 oder 30, 40 Flaschenöffner drechseln möchte. Ich habe euch im letzten Video auch nicht verlinkt, wo ich die Flaschenöffnerköpfe herbekommen habe, weil ich mit dem Shop nicht so zufrieden war. Aber dieses Mal sind die Flaschenöffnerköpfe von mir. Also wenn ihr welche möchtet, das ist mein Shop und ich habe mir die da ausgesucht, weil mir die da einfach gut gefallen haben. Alles weitere findest du in der Videobeschreibung und jetzt geht's mit dem Projekt los. Ich will ein paar Holzreste noch verwenden. Und zwar habe ich ja vor ein paar Monaten einen Baum klein geschnitten. Und zwar war das ein riesen Lindenbaum. Ich habe die meisten Rohlinge davon aber nicht verarbeitet, weil die Bandsäge hier mit diesen Kurvenschnitten nicht klar kam. Aber ich habe noch ein anderes Band. Das ist viel breiter als dieses hier. Und das werde ich jetzt einspannen. Und damit werde ich dann ganz große Stücke in Streifen schneiden. Kleiner Tipp, ihr könnt diese Bänder auf das Maß... Alter, was haben die mittlerweile für Papier? Alter, was ist denn das? Kann mir gar nicht mehr leisten, das ist ja Kunststoff. Ich würde euch immer empfehlen, hier diese Angaben zu eurem Bandsägeband aufzuheben, damit ihr einfach wisst, was das für ein Band war. Wenn du das doch ins Gesicht klatscht, tut ihr das schon mal. Ach, Pudel. Ihr seht, das ist ziemlich breit, das Band. Aber ihr seht auch gleichzeitig, auf meiner Bandsäge könnte man noch breitere Bänder aufspannen. Von daher geht das hier eigentlich noch. Oh, Alec. Das gehört eigentlich noch nicht so richtig zum Video. Ich will einfach mal ausprobieren, wie gut die Bandsäge das hier vertragt. Mal schauen. Erster wichtiger Punkt, Schablonen, wenn ihr mehr Dinge macht. Ich habe mir jetzt hier einen Streifen geschnitten und dieser Streifen repräsentiert die Rohlingbreite und das kann ich jetzt hier einfach anlegen und kann es schneiden bzw. markieren. Natürlich, wenn ihr eine Bandsäge hättet mit normalem Anschlag, wäre das noch besser, aber das hier ist in meinem Fall perfekt. Die Risse, die hier oberhalb sind, die sollen mich jetzt erstmal nicht stören, denn das Material ist so dick, da wird in der Mitte das Material noch gut sein. Ach nee, da nimmt beim zweiten Schnitt. Alter. Ah, na komm doch jetzt. Oh, was passiert? Das ist noch ein Arbeitsbuch. Nee. Emma Philipp, wo hast du denn die angebrochen Rolle? Guck mal, kann ich die mitrolle? Die mitrolle? Jo, die rolle ich mit in den Urlaub. Also jetzt ein paar Dinge zusammengefasst. Mein Vater kam zufällig in die Werkstatt, normalerweise hätte ich das alles allein gemacht. Und ich habe jetzt hier ganz viele Kanteln vorbereitet. Die habe ich aus dem Grund vorbereitet, weil ich auch vor Ort einmal drechseln werde. Und das soll dann einfach nur genug Material sein und das Holz habe ich jetzt auch mal verarbeitet. Ich werde aber gleich noch anderes Holz verarbeiten, das seht ihr gleich. Zur Trocknung. Ich habe ja nicht mehr ganz so viel Zeit bis Weihnachten oder beziehungsweise bis zu diesem Markt. Und aus dem Grund werde ich die Teile auch mit in mein Zimmer holen und die auch eventuell auf eine Heizung legen, damit die halt sehr, sehr schnell trocknen. Hier ist gar kein Kern vorhanden, das bedeutet, diese Teile hier werden nicht reißen. Und ich habe jetzt, ich schätze mal, von Linde habe ich ca. 50 Teile, die noch trocknen müssen, aber die werden auf jeden Fall trocken genug sein, wenn ich die dann auf diesem Markt dann vor Ort dann drechseln werde. Das bedeutet, da habe ich jetzt mal ein bisschen vorgearbeitet, aber ich brauche ja noch fertige Flaschenöffner. Die Teile hier sind jetzt für vor Ort zu drechseln und ich muss ja noch ein paar Teile fertig, wirklich komplett fertig machen, dass man die direkt mitholen kann.
Und das kommt jetzt. Hier habe ich jetzt einige Holzstücke, die sind schon sehr lang aufgetrennt und die haben auch sehr lange trockene Läden. Die haben zwar jetzt ein, zwei Mal noch Wasser abbekommen, nicht viel, nur ein bisschen, das ist jetzt aber auch kein großes Problem. Die werde ich auch noch aufschneiden. Das ist zum einen, was sind das? Sauerkirsche oder Apfel und noch ein bisschen Linde, was schon trocken ist. Ich habe mir noch was überlegt, das könnte in dieses Format auch ganz gut reinpassen. Ich habe hier oben noch locker 30, 40 weitere von diesen Scheiben hier. Und ich glaube, ich werde die auch so aufschneiden und zu Schalenroding verleimen. Stimme mal hier bitte mit ab, ob du das als Video von dieser Formatreihe hier auch cool findest. Also ich werde es, denke ich, auf jeden Fall machen. Ich habe auch richtig Lust drauf. Die Apfelholzstücke sind trocken genug, dass ich die jetzt mal weiterverarbeiten kann. Und wir werden jetzt an die Bohrmaschine gehen und bei den ganzen die Löcher bohren. Ich benutze in diesem Fall hier einen 9,4er Bohrer. 9,5er Bohrer wird aber auch gehen. Und der ist jetzt dafür da, dass wir das Loch bohren für hier diese Einschraubmutter. Das war kein Deutsch, ne? Probiert es aber am besten erstmal an einem Stück aus. Das habe ich am Anfang auch so getan, damit ihr euch da nicht zu viele Holzstücke versaut. Das hier sind die Bausätze. Die findet ihr auch übrigens auf meinem Online-Shop. Und da gibt es einmal Antiknickel und einmal Silbernickel. Diese hier. Die sind ein bisschen glänzender. Und von diesen ganzen Bausätzen drehen wir jetzt als erstes mal hier diese Einschraubmuttern ab. Das war die lose haben. Denn die müssen gleich in das Material geschraubt werden. Als nächstes braucht ihr ein Werkzeug, was ihr euch selbst baut. Und zwar sind das hier diese Schrauben. Das hier ist... Was ist denn das für eine Schraube? Das ist eine normale M6er Schraube. Und da habe ich hier eine Mutter, die habe ich genommen und habe die einfach rund gedreht, damit die im Prinzip nur hier auf das äußere Stück hier drauf drückt. Das ist auch ganz wichtig. So ein Teil braucht ihr gleich nochmal. Wie stellt ihr das her? Ganz einfach, kontert das Ganze vorne auf der Spitze und schleift vielleicht einfach am Doppelschleifer rund. Ich habe es einfach gedreht. Und dieses Teil können wir jetzt nämlich einfach hier reinschrauben, bis es hier anliegt. Und können es dann mit dem Akkuschrauber eindrehen. Normalerweise hätte ich jetzt euch gleich gezeigt, wie ich hier diesen Flaschenöffner drechsle. Denn weil ich ja eh noch so viele mache, habe ich ein paar noch hinter der Kamera gemacht. Aber, was ein bisschen ärgerlich ist, ist halt eben, dass die Mantel vorne jetzt kaputt gegangen ist und das Gewinde ist rausgerissen, weil ich einmal ein bisschen forsch war. Und ich habe jetzt auch keinen gescheiten M6 Außengewindeschneider, damit ich es schneiden könnte. Also geht es morgen weiter, nachdem ich zum Wirt gefahren bin und Werkzeug gekauft habe. Kommen wir zum Entspannenden. Ich habe gestern alles mal ein bisschen vorgedrechselt und durch ein kleines durch einen kleinen Fehler ist mir hier leider die Mantel vorne abgerissen. Ich habe gestern ein bisschen rumexperimentiert. Ich werde euch gleich zeigen, wie man das Teil drechselt mittels Bohraufnahme. Ich würde euch aber wirklich, wirklich empfehlen, euch eine Mandrill zu holen. Die gibt es auch bald auf meinem Online-Shop. Und ich würde euch aber wirklich empfehlen, eine Mandrill zu holen, denn da habt ihr halt eben auch nicht so viel Gefahr, dass ihr irgendwo mit den Fingern reinkommen könnt und das Teil ist einfach sehr klein. Das Ding gibt es auch bald auf meinem Online-Shop, nur mal so als Reminder. Ich werde euch gleich zeigen, wie man das mit einem Bohrfutter drechselt. Es macht aber wirklich keinen Spaß. Ich zeige es euch gleich. Und oft bekommt ihr dann nicht mal euren Griff ab. Das seht ihr aber dann gleich. Übrigens, das hier sind die ganzen Flaschenöffner, die ich gestern mal gedrechselt habe. Und ich mache die alle freie Hand. Das bedeutet, ich messe da nichts nach, außer vorne eine Messung. Die muss halt passen in etwa, damit dieser Kopf nicht drauf passt. Und die Länge ist ja immer gleich von den Rohlingen. Deswegen die Länge bleibt einfach so lang, wie der Rohling ist. Und das heißt, die sind eigentlich alle relativ gleich dick und gleich lang. Und mir gefallen sie total gut und jetzt werden wir so schnell mal drechseln. Dann holen wir uns einfach hier so einen Rohling und holen wir vielleicht mal den da. Und den werden wir jetzt mal schnell bearbeiten. Hier seht ihr das Bohrfutter und da seht ihr auch schon eine M6er Schraube und hier ist eine Mutter. Die habe ich rund gedreht. Das könnt ihr wie gesagt an einem Doppelschleifer schleifen. Und die ist halt eben einfach dafür da, dass ihr so ein gewisses Distanzstück habt, damit ihr das vorne gleich einmal quer planen könnt, damit das Ding auch gerade ist. Hier ist es halt auch dann sehr wichtig, dass hier eure Einschraubmutter ein bisschen im Holz versenkt ist. Einfach nur, dass ihr vorne genügend Material habt, damit ihr das vorne halt eben rechtwinklig zum Rest bekommen könnt. Ich drechsle komplett mit Absaugen. Das bedeutet, die läuft die ganze Zeit mit. Weil ich auch so eine große Stückzahl hier mal direkt mache, lohnt sich das auch. Und dann habt ihr einfach die feinen Stücke
Die werden dann direkt abgesaugt. Hier seht ihr jetzt, wenn ihr das Teil festschraubt, dass das nicht ganz anliegt, sondern an diesem kleinen Stück anliegt. Das ist genau das, was wir wollen. Übrigens, kleine Info, ihr seht ja gleich noch so ein bisschen die Absaugung. Das war ein eigenes Projekt hier auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob es schon online ist. Auf jeden Fall könnt ihr euch das in einem eigenen Video anschauen, wie ich meine Absaugung an der Drechselbank jetzt so ein bisschen, ein klein wenig verbessert habe. Als nächstes stelle ich mir einfach meine Messauflage ein. Ich stelle mir sie so ein, dass ich rechts ein bisschen mehr Platz habe, denn wenn ich das Teil hier rund mache, fange ich von rechts nach links an. Dann bringe ich noch meinen Reißstock bei. Drehe das hier ein bisschen fest. Und spann das ganz einfach. Jetzt werden wir das Teil rund machen. Und ihr hört die Absaugung im Hintergrund ein bisschen. Das zieht halt die ganz feinen Späne direkt mit ein. Natürlich darf ich die Maschine jetzt noch nicht ganz schnell laufen lassen. Zu Beginn ist es jetzt wichtig, dass wir das Teil rund bekommen. Ich kann jetzt auch nicht so schnell arbeiten, wie gesagt, weil die Spannmethode hier nicht so ganz hundertprozentig ist. Als nächstes will ich hier vorne das rechtwinklig zu unserem jetzigen Zylinder bringen und dafür benutze ich als nächstes einen Schaber. Damit werde ich das Ganze als erstes auf den richtigen Durchmesser bringen. Das ist in meinem Fall ca. 22. Da habe ich auch noch genug Material, um später zu überdrechseln und zu schleifen. Und danach werden wir vorne das ganz bis runter auf die Hülse bringen, damit das Ganze vorne wirklich später bündig an unserem Flaschenöffner anliegt. Das waren die ersten Werkzeuge und jetzt mache ich das vorne hier rechtwinklig. Und das war's. Als nächstes müssen wir das Teil an unsere Form bringen und ich habe halt mir eine Form ausgesucht, die mir gefällt. Und da könnt ihr auch ein bisschen kreativ werden. Und ich arbeite im Prinzip als erstes hier auf der ersten Seite und dann arbeite ich hier an der zweiten Seite und dann bringe ich das Ganze in die komplette Form. Und ich mache das Ganze Schritt bei Schritt und benutze dafür auch wirklich nur ein Werkzeug, damit ihr nicht so viele Werkzeuge tauschen müsst. Das hier ist in etwa so der Bereich, das kann man ja ganz gut mit dem Auge abschätzen, den wir als erstes runddrechseln werden. Und das hier ist der zweite, den werden wir gleich wegdrechseln. Und jetzt müssen wir hinten erstmal viel Material wegbringen. Und jetzt können wir hier in der Mitte unsere Form anarbeiten. Das soll ja ein bisschen rund werden, deswegen machen wir als erstes hier das Material weg. Das ist mir jetzt ein bisschen dick, deswegen mache ich ein bisschen schmaler. Jetzt haben wir hier noch eine Kante, die will ich aber rund haben. Das mache ich als nächstes, jetzt wo es noch stabil ist. Jetzt haben wir hier noch ein paar Hochpunkte, die überfahre ich jetzt noch einmal. So, die Form ist jetzt einigermaßen fertig, den Rest können wir wegschleifen. Jetzt ganz wichtig, die Hand immer drauf halten, denn falls es mal nicht so wirklich hält, fliegt es euch nicht ins Gesicht. Und jetzt können wir die Spitze hier noch wegmachen. Zack. Das sind die Drechselarbeiten schon gewesen. Und jetzt können wir schleifen. Jetzt seht ihr auch schon die Absaugen. Das ist jetzt der neue Vorteil. Ich habe hier jetzt eine kleine Verlängerung. Und das Ganze schleife ich jetzt bis zur Körnung 800. Schleifpapier ist ein bisschen durch, ne? Das Ganze ist echt gut geworden. Und jetzt kommen wir zum Finish. Was benutze ich da? Natürlich wieder mein eigenes Finish. Ihr braucht hier wirklich nicht viel. Einfach mit der Spitze ein bisschen drauf. Erstmal verteilen. Dann ein bisschen fester drauf drücken, damit es sich ein wenig erwärmt. Dann zieht es besser ins Holz ein. Und jetzt, weil ich kein Papier gerade in der Werkstatt habe, kann ich mir Hobelspäne holen. Beziehungsweise Drechselspäne. Reibt den Überschuss damit ab. Hoffen wir, dass wir ihn abbekommen. Seht ihr, das ist halt jetzt das Blöde. Ich hasse das wie die Hölle. So, das ist jetzt immer ein bisschen kacke. Ich hoffe, dass ich es rausbekomme. Ach, es geht zum Glück.
Eben musste ich dieses ganze Teil meiner Drehbank einspannen. Also wenn ihr davon ein paar tricksen möchtet, würde ich euch wirklich empfehlen, holt euch sowas. Da könnt ihr nicht so schnell mit eurem Hemd auch drin hängen bleiben, auch bei der hohen Drehzahl. Und es ist halt einfach, es ist halt nicht so viel Werkzeug, es ist kein so großes Werkzeug. Gönnt euch das hier, das kostet vielleicht 30 €. Und dann habt ihr auch schon direkt eine Aufnahme, mit der ihr Flaschenöffner drechseln könnt. Wie zum Beispiel diese hier, die passen nämlich genau vorne auf die Spitze drauf. Und ihr könnt damit Stifte drechseln. Jetzt müssen wir einfach hier den Kopf und unseren Griff drechseln drehen. Einmal gut festgezogen, geht das Teil auch nie wieder auf. Und voilà, hier haben wir einen schönen Flaschenöffner. Es kann passieren, wenn ihr ganz viele macht, ihr seht ja hier ein paar, dass ihr manchmal, wenn ihr das Stück Holz von eurer Mantel dann abschraubt, dass ihr innen drin diese Hülse auch rausschraubt. Das ist auch keineswegs schlimm. Ihr müsst halt eben einfach wieder schauen, wenn ihr dann das Teil von eurer Aufnahme runter habt, dass ihr hier eure Einschraubmutter dann auch wieder ein kleines Stückchen reinschraubt. Am besten auch wieder hier mit eurem Akkuschrauber. Wenn ihr das nämlich nicht tut, kann es halt passieren, dass hier oben dieser Flaschenkopf nicht ganz anliegt. Da müsst ihr ein bisschen ausprobieren, aber wenn ihr da ein bisschen den Dreh raus habt, schraubt ihr das hier per Gefühl wieder so rein, wie es vorher war, in etwa, und könnt dann euren Flaschenkopf wieder aufschrauben. Dann sitzt das hier auch ziemlich genau drauf. Wenn ihr einmal an der Arbeit dran seid und habt ein paar Maschinen hingestellt, sodass ihr es auch direkt benutzen könnt und, dann geht das auch eigentlich relativ schnell. Und ihr seht, ich habe jetzt hier einige Flaschenöffner gedrechselt. Wenn ich keine Komplikationen gehabt hätte, wäre das auch gestern alles noch fertig gewesen. Und das hier sind super tolle Teile. Ihr könnt die gut verkaufen. Es sind halt immer solche Sachen so, ich sag mal, alles bis 20 €. Es sind in den meisten Fällen solche Produkte, bei denen man sagen kann, okay, will ich das? Brauche ich das? So, es kostet 15 €. Komm, hole ich es gerade noch mit. Das hier verkaufe ich zum Beispiel für 12 € dann auf diesem Markt. Sehr wahrscheinlich. Und ja, hört sich blöd an, ist aber so. Das ist halt einfach so die Kaufphilosophie bei vielen Leuten. Ist ja aber auch nicht schlimm. Da habt ihr es. So könnt ihr viele Flaschenöffner herstellen, die ihr dann verkaufen könnt. Und das ist doch mal eine richtig coole Art und Weise, wie ihr euer Hobby so ein bisschen finanzieren könnt. Es macht sehr viel Spaß. Ihr könnt viele Resthölzer benutzen. Ihr habt es ja gesehen, das war alles Brennholz. Das habe ich über Jahre immer mal wieder bekommen. Es ist nicht so, dass ich das auf einen Schwung alles bekomme. Das ist teilweise Holz, was ich vor 4 Jahren oder so mal bekommen habe. Hab's einfach mal aufgeschnitten mit der Motorsäge. Da braucht ihr auch keine speziellen Ketten oder irgendwas. Denn wenn ihr euch das genau anschaut, sind das hier auch alles Längen, wie ihr es normalerweise beim Brennholz habt. Deswegen, das wird ja alles in Länge geschnitten. Und danach habe ich es einfach mit der Motorsäge mit der Richtung aufgetrennt. Wenn es nass ist, geht es sehr schnell. Und da habt ihr schnell viele von diesen kleinen Baumscheiben. Das soll es auf jeden Fall für das heutige Video gewesen sein. Schön, dass du auch bis jetzt dran geblieben bist. Wie gesagt, es gibt auf meinem Shop mittlerweile immer mehr und immer mehr Teile, die für gerade solche Sachen interessant sind. Wenn ihr irgendwas für Weihnachten drechseln möchtet, da könnt ihr einfach mal drauf vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Und ansonsten soll es das für das heutige Video gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt dran geblieben bist und bis zum nächsten Video. Tschüss.